Herzlich willkommen. Nachdem wir das Spiel jetzt abgeschlossen haben, wird es Zeit für ein paar heroische Schlachten. Und wir haben das Spiel bereits mit einer Schlacht begonnen, die wir allerdings verloren haben. Und das möchte ich dieses Mal besser machen. Wir spielen jetzt dieses Mal die Schlacht von Pydna erneut. Und zwar auf normal. Die Niederlage von König Philipp V. bei Kynos Kelpalal ließ Makedonien praktisch unter der Herrschaft Roms fallen. Nach Philipps Tod im Jahre 179 vor Christus erbte sein Sohn Perseus den Thron und war sehr viel weniger geneigt, sich römischer Autorität zu unterwerfen. Rom entsandte eine Armee unter dem Kommando von Lucius Aemilius Paulus, die König Perseus in der Nähe von Pydna begegnete. Nach seiner Kapitulation bei Kynos Kephalai wurde König Philipp V. von Makedonien die Herrschaft weiterhin erlaubt, jedoch als Klientelstaat Roms. Nach Philipps Tod im Jahr 179 vor Christus war sein Sohn Perseus jedoch weniger gewillt, römische Kontrolle zu akzeptieren. König Perseus war ein ehrgeiziger Mann und begann, Makedonien als Regionalmacht wiederherzustellen. Die Römer erklärten aus Angst, dass ihre Kontrolle über Griechenland untergraben werden könnte, den Krieg. Nachdem sie sich quer durch das Land gekämpft hatten, trafen sich die zwei Armeen letztlich in der Nähe der Küstenstadt Pydna. Ich habe irgendwie ein leichtes Déjà-vu. Ich denke, das ist die Revanche, ne? Eine römische Armee unter der Führung von Lucius Aemilius Paulus wurde nach Makedonien entsandt, um sich Perseus zu stellen. Nach tagelangem Vorrücken treffen die zwei Armeen nun in der Nähe Pydnas aufeinander. Die Römer haben ihr Lager in den Bergen aufgeschlagen und senden Nachschubsucher zu nah an die makedonische Linie. Ein Gefecht bricht aus und immer mehr Männer von beiden Seiten werden in den Kampf gezogen. Die Römer rücken vor und König Perseus macht seine Streitkräfte bereit. Die römische Kontrolle über Makedonien wird heute auf dem Schlachtfeld entschieden. Okay, also sie kommen... Zieh die Schwerter, Männer! Wir müssen diese Hügel für Rom sichern! Stopp! Erstmal schauen, was haben die da alles? Fernkämpfer... Lanzenträger, die kriegen wir leicht platt. Aber ich kann mich erinnern, da kommen Verstärkungen später. Das heißt, wir müssen die Linie halten. So. Also, wir machen das folgenderweise. Wir haben 1, 2, 3, 3, 4 Bogenschützen und hauptsächlich Lanzen oder Pikiniere. Die könnten wir leicht putt machen, indem wir unsere Schwertkämpfer in die vorderste Front hinschicken. Und zwar, tja, machen wir es so. So hin. Gruppieren wir. So, die Fernkämpfer, die tun wir hier hinten hin. Die Lanzenträger, die können wir außen stehen lassen, falls der Kavallerie kommen sollte. Kavallerie, die lassen wir mal da stehen. Die Elefanten tun wir mal in die Flanke. Die kann ein bisschen für Unruhe sorgen. Ja, probieren wir es mal so.
Huch, was ist da hinten? Habe ich gerade was gesehen? Oh, verdammt. Was ist das? Oh Gott, Kavallerie, scheiße. Okay, Leute. Wir werden jetzt flankiert. Von hier. General, der Feind schickt seine Kavallerie zu unserer Flanke. Man will uns überwältigen. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Wir müssen etwas unternehmen. Los, dagegen. Los, Gegenangriff. Ja, die gehen den Berg runter, das heißt, die haben hier einen kleinen Vorteil. Los, vertreibt sie. Okay, die fliehen bereits, das ist gut. Halt auf zu schießen. Alles klar, die haben ihren Ansturm verpulvert. Ach, da ist noch Kavallerie. Das ist jetzt... Ach verdammt, was machst du? Plant doch was, der will hier wahrscheinlich Fernkämpfer angreifen. Die Elefanten. Oh, was habt ihr da vor? Oh, abfangen! Los, schießt sie ab. Die haben ein bisschen mehr Pelltasten als wir, aber ihr steht ein bisschen blöd, wisst ihr es? So. Gut, die fliehen, das ist gut. Und der General von denen ist hier. Wenn wir den töten, haben wir gute Chancen. Unsere Elefanten greifen die jetzt an. Und hier greift jetzt halt den General da an. Die Schockkavallerie ist gleich weg. Ja, jetzt ist hier ein leichtes Geplänkel, aber das macht nichts. Hier steht total dumm, wisst ihr das? Ich glaube schon. Der General, der ist mitgenommen. Jetzt kommt er mit seinen mit seinen Lanzenträgern dahin. Okay, hier hatten wir jetzt unsere Ruhe. Wie sieht's hier aus? Die Elefanten, die haben die vertrieben. Ihr geht wieder zurück in die Schlacht. Und ihr tut mal hier, geht mal hier nach vorne, dann können wir sie ein bisschen einkreisen. So, die Kavallerie geht jetzt auf die Plänkler da hinten los. Und ihr umzingelt die mal. So, hier rein. Tja, Lanzenträger sind schwach gegen Schwertkämpfer. So, hier sind noch Kavallerie. Wir können heute die Plänkler da angreifen. Jetzt sind sie hier ein bisschen im Kampf gegen die Lanzenträger, was nicht so gut ist. Hier weiter. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht alles. Da kommt bestimmt noch was. So ganz traue ich dem nicht. So. Hier auf diese Laien-Panzerpikiniere. Die fliehen, das ist sehr gut. Jetzt könnt ihr hier die noch ein bisschen angreifen. Hier supporten. Hier greift die hier an. War es das oder kommen da noch welche? Da kommen noch welche, habe ich so in Erinnerung. Ich hab's in Urin, das war noch nicht alles.
zu euren Diensten. Eure Befehle? Gott, das reicht. Geschosse bereit zum Einsatz. Elite! Schwere bereit! Okay. War es das, oder kommt dann? Die feindliche Phalanx wurde besiegt und flieht vom Schlachtfeld. Jubelt, Männer! Der Tag gehört uns! Yay! Yeah. Das war's. Wir haben gewonnen. Und das war die Schlacht von Pydna.